Exzellenz, sehr verehrter Herr Botschafter Gibeb, ich habe mich gefreut, Sie gerade persönlich kennengelernt zu haben, ein Großvater aus Schlesien und Herr Gibeb spricht fließend Deutsch. Verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, Experten aus aller Welt, lieber Herr Professor Groß, meine sehr verehrten Damen und Herren, Black Box heißt ein Kunstwerk des Südafrikaners William Kentridge, das 2005 unweit von hier auf der anderen Seite der Berliner Prachtstraße unter den Linden, in der wegen ihres Umzugs jetzt in die Nachbarschaft heute geschlossenen Kunsthalle, aber damals war sie offen, Deutsche Guggenheim zu sehen war. Damit thematisierte der international renommierte Künstler die Geschichte des deutschen Kolonialismus, insbesondere der von den Deutschen verübten Gräueltaten an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Black Box. Damit kann in der Umgangssprache beispielsweise ein Flugdatenschreiber, Sie wissen das, gemeint sein, der nach einem Absturz Auskunft über die Ursachen geben soll. In der Wissenschaft bezeichnet der Begriff ein Objekt oder ein System, dessen innerer Aufbau und dessen Funktionsweise man nicht kennt. So zielt der Künstler William Kentridge mit seinem Kunstwerk Black Box auf die Vielschichtigkeit des Themas Erinnerung und Aufarbeitung, auf die ungeheure Schwierigkeit, Vergangenes zu vergegenwärtigen und geschehenem Leid und Unrecht in der Rückschau gerecht zu werden. Ja, es sind enorme moralische, politische und juristische Herausforderungen, mit denen uns die Erinnerung an die deutsche und europäische Kolonialgeschichte konfrontiert. Gerade deshalb müssen wir uns dieser Erinnerungsarbeit mit Aufrichtigkeit und Nachdruck, aber auch mit größtmöglicher Sensibilität stellen und dabei unterschiedlichen Stimmen Gehör verschaffen. Viel zu lange war die Kolonialzeit ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur. Viel zu lange war die in dieser Zeit geschehene Ungerechtigkeit vergessen und verdrängt. Dies endlich ans Licht zu holen, ist Teil der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber den ehemaligen Kolonien und damit Voraussetzung für Verständigung und Versöhnung mit den dort lebenden Menschen. Das heutige Symposium ist ein richtiger und ein notwendiger Schritt auf unserem Weg, Licht ins Dunkel der Black Box unserer Kolonialgeschichte zu bringen. Ich freue mich sehr, Sie alle, das ist eindrucksvoll von hier vorne, Sie alle hier im Deutschen Historischen Museum willkommen zu heißen. Ganz besonders freue ich mich, Expertinnen und Experten aus Afrika, die eigens für dieses Treffen nach Berlin gekommen sind, unter den Teilnehmenden zu wissen. Ihnen gilt mein großer Dank. Denn es ist ja am Ende der Dialog. Es ist das Lauschen auch auf die Stimmen Afrikas und Asiens. Es ist der gemeinsame Blick auf die leidvolle Vergangenheit, der uns Deutschen, uns Europäern im Ringen um den richtigen Umgang mit den Vermächtnissen dieser Zeit unverzichtbare Erkenntnisse und eine wichtige Verständnishilfe ist. Deshalb bin ich Ihnen, lieber Herr Professor Groß, und Ihrem Team sehr dankbar für die Initiative, die Säule von Cape Cross und die deutsch-namibische Kolonialgeschichte zum Ausgangspunkt einer Debatte über koloniale Objekte und historische Gerechtigkeit, so der Veranstaltungstitel, zu machen. Dabei unterschiedlichen, ich betone das nochmal, unterschiedlichen Perspektiven Raum zu geben und so unsere historische Urteilskraft zu schärfen. Das Deutsche Historische Museum etabliert mit diesem Symposium, das soll ja nicht das einzige sein, was Sie hier durchführen, mit diesem Symposium eine ganze neue Veranstaltungsreihe, die anhand eines konkreten Einzelfalls, aber eben auch weit über diesen Einzelfall hinaus Aufklärung und Aufarbeitung voranbringen soll. So verortet sich das Deutsche Historische Museum als historisches Museum eben einmal mehr da,
wo es hingehört. In der Mitte Berlins und damit aber auch in der Mitte der aktuellen Debatten. Seit seiner Gründung hat sich gerade das DHM bereits in mehreren Ausstellungen der deutschen Kolonialgeschichte gewidmet. Zuletzt mit der sehr erfolgreichen Schau Deutscher Kolonialismus, Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart. Im Jahr 2016 war das. Damit stellt sich das Deutsche Historische Museum seiner Verantwortung im Umgang mit juristisch, historisch, politisch und auch, na klar, moralisch schwierigen Fragen der Aufarbeitung im Dialog mit der Öffentlichkeit. Und ich hoffe sehr, dass sich viele Museen in Deutschland daran ein Beispiel nehmen werden. Dabei möchte und werde ich die Museen unterstützen. Mein Beitrag zur Aufarbeitung deutscher Kolonialgeschichte ist, in dieser Legislaturperiode die Aufarbeitung von und den Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Sammlungen und Museen voranzubringen. Die Bundesregierung hat sich mit dem Koalitionsvertrag ja sehr eindeutig zur Aufarbeitung eben unserer kolonialen Vergangenheit bekannt. Dabei hilft uns möglicherweise, dass wir in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten lernen mussten, Verantwortung für historisches Leid und Ungerechtigkeit zu tragen. So haben wir auch gelernt, dass Aufklärung und Aufarbeitung nur im Dialog, im vielstimmigen Austausch möglich sind und natürlich deshalb auch Zeit brauchen. Aufbauend auf diesem Erfahrungsschatz stellen wir uns unserer kolonialen Vergangenheit und wollen gemeinsam, eben im Dialog mit den Herkunftsstaaten und Herkunftsgesellschaften, konstruktive Wege suchen und finden. Für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten sind Leitlinien nötig. Es ist wichtig, dass wir uns darauf verständigen, wie wir gemeinsam Verantwortung übernehmen, Teilhabe ermöglichen und auch Zusammenarbeit auf Augenhöhe sicherstellen wollen. Deshalb hat der Deutsche Museumsbund, der Dachverband der deutschen Museen, in intensiver Arbeit und mit Unterstützung aus unserem Kulturetat, sie haben immerhin 2 Jahre dran gearbeitet, das ist schon ein substanzieller Beitrag, einen Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten erarbeitet, den wir im Mai hier in Berlin öffentlich vorgestellt haben. Das Auswärtige Amt unterstützt uns bei der Übersetzung ins Englische und Französische. Die deutsche Version ist im Internet einzusehen seit Mai. Und der Englische soll Mitte Juni fertig werden, an der Französischen wird gearbeitet. Dieser Leitfaden soll unseren Museen helfen, dem anspruchsvollen und vielschichtigen Thema gerecht zu werden. Und natürlich immer angepasst an den Einzelfall, zu Lösungen für den Umgang mit den kolonialen Kulturgütern beitragen und damit natürlich zum Fortschritt in der Aufarbeitung und der Kolonialgeschichte Deutschlands und Europas. Im Herbst wird mit finanzieller Unterstützung meines Hauses ein international besetzter Expertenworkshop in Berlin dazu stattfinden, sodass dann im Frühjahr 2019 anhand erster Rückmeldungen also auch aus den betroffenen Ländern, auch und gerade von Vertreterinnen und Vertretern der Herkunftsgesellschaften, eine weiterentwickelte Fassung vorliegt. Das ist hier auch mit Dialog gemeint, die dann 2019 veröffentlicht wird. Darüber hinaus, und dies ist mir ein großes Anliegen, arbeiten wir mit Hochdruck dran, die Provenienzforschung, Sie haben es eben erwähnt, lieber Herr Professor Groß, zukünftig bundesweit auszubauen, damit Museen in Deutschland, in ganz Deutschland, Unterstützung bei dieser, das wissen wir auch aus anderen Zusammenhängen, sehr komplexen und schwierigen Aufgabe erhalten und bei der Erforschung von Provenienzen auch Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Herkunftsgesellschaften einbeziehen können. Das ist auch finanziell aufwendig. Wird beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste ein eigenes Förderprogramm zur Erforschung von Sammlungsbeständen aus kolonialen Kontexten aufgelegt. Nicht zuletzt erhält das Thema auch mit dem Bau des Humboldt-Forums die Aufmerksamkeit, die es braucht und die es verdient. Gerade die Kultur birgt ja, das sollten wir gerade heute hier nicht vergessen, die Chance, die große Chance,
Denkräume für kontroverse Debatten zu eröffnen und Orte zu schaffen, an denen das Unmögliche zunächst gedacht werden soll, um dann das Mögliche zu tun. Deshalb widmet Deutschland den zentralen Platz im Herzen der Hauptstadt Berlins der Weltkultur. Und zwar eben gerade nicht nur der eigenen Kultur, sondern auch und vor allen Dingen außereuropäischen Kulturen. Bei der Präsentation der außereuropäischen Objekte berät uns seit Jahren ein internationales Expertenteam. Und die einzelnen Ausstellungsmodule wiederum werden in Teams mit Kollegen aus den Herkunftsgesellschaften vorbereitet. Das Humboldt-Forum soll so etwas wie ein Basislager für eine Weltreise sein. Auf 41.000 Quadratmetern wollen wir mit Exponaten aus aller Welt, vor allem mit Kulturgütern außerhalb Europas, die großen Themen der Menschheitsgeschichte erzählen. Es geht also um Anfang und Ende, um Leben und Tod, um den Umgang der Generationen miteinander beispielsweise, um das große Menschheitsthema Migration. Das ist ja keine aktuelle Erscheinung, sondern eine begleitende menschheitsgeschichtliche Entwicklung, um die Rolle der Religionen. Und am Ende eines Besuches des Humboldt-Forums, so stellen wir uns das vor, soll die Erkenntnis stehen, dass uns Menschen überall auf der Welt mehr verbindet, als uns trennt. Für dieses bedeutendste Kulturprojekt Europas investieren wir immerhin 600 Millionen Euro. Denn heute, meine Damen und Herren, im 21. Jahrhundert, gehört es zum Selbstverständnis Deutschlands, die treibende Kraft interkultureller Verständigung zu sein. Voraussetzung dafür ist die Auseinandersetzung mit der historischen Wahrheit, die Aufarbeitung von Leid und Schuld. Darin hat mich einmal mehr die Konferenz der UNESCO in Paris vergangene Woche bestärkt, auf der ich mit Regierungs- und Nichtregierungsvertretern aus Herkunftsstaaten sowie mit Expertinnen und Experten aus aller Welt über den Umgang mit unserer Kolonialgeschichte und Kulturgütern aus kolonialen Kontexten diskutieren konnte. Ich hätte mir noch mehr europäische Beteiligung gewünscht als die meiner französischen Kollegin zeitweise und mir. Da sind noch andere Länder wie Großbritannien, wie Belgien, wie Spanien, wie Portugal. Aber immerhin, wir beide waren ja da. Es freut mich, dass der bereits erwähnte Leitfaden des Museumsbundes dort großen Zuspruch fand. Immerhin 100 Seiten, 2 Jahre erarbeitet. Das ist keine Kleinigkeit, sondern wie ich finde, ein guter Anfang. Und auch die Zuständigkeit des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste eben mit seiner internationalen Ausrichtung von den internationalen Kolleginnen und Kollegen begrüßt wurde. Auch hier zeigte sich, wie wichtig der direkte Austausch für die Aufarbeitung der kolonialen Geschichte ist. Und ich kann deshalb nur nochmals unterstreichen, lieber Herr Professor Groß, wie dankbar ich bin, dass das Deutsche Historische Museum genau diesem Austausch ein Forum bietet. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen, meine Damen und Herren, auf dass die Kolonialgeschichte keine Black Box bleibt, sondern ein Licht auf die Zukunft wirft, auf die Voraussetzungen für Versöhnung und Verständigung und auf die Bedingungen und Möglichkeiten eines, lieber Herr Botschafter, partnerschaftlichen Miteinanders zwischen Afrika, Asien und Europa. Vielen Dank.